Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht endet das 19. Jahrhundert in Wien 1909. Vielleicht ist Gustav Klimts Kuss das letzte große Gemälde des 19. Jahrhunderts. Vielleicht beginnt die Moderne im Sommer 1910. Nicht in Wien, sondern in Koma, ein ganz kleines Städtchen an der Moldau, zufälligerweise die Stadt, in der die Mutter von Egon Schiele gelebt hat, wohin es Egon Schiele verschlägt mit seinen Freunden, seinem späteren Schwager Anton Peschka, dem etwas merkwürdigen Pantomimen und Schauspieler Erwin Domrosen. Und dort passiert nichts Geringeres als die Geburt der Moderne aus dem Geist des Expressionismus. Mit einem Schlag wird alles, was Schönlinigkeit, was die Harmonie, was die Erotik der frühen Werke ausgemacht hat, abgestreift und etwas ganz anderes. Ein Antinaturalismus tritt an dessen Stelle. Ich werde darüber einiges sagen. Nicht zuletzt, weil ich, nachdem ich weiß es nicht, mir kommt das eine Ewigkeit vor, wahrscheinlich 4 Jahrzehnte schon über Egon Schiele arbeite, letzten Endes ein völlig neues Schiele-Bild gewonnen habe im Zuge der Vorbereitung dieser Ausstellung. Das verdanke ich nicht zuletzt einem der ganz großen Schiele-Forscher der letzten Jahre, Thomas Ambrosi. Aber ich möchte immer wieder ein neues Schiele-Bild gewinnen. Ich glaube, jeden großen Künstler, jede große Kunst entdeckt ihre Zeit jeweils neu. Anders könnten wir gar nicht erklären, dass ein gegenreformatorisches Gemälde von Peter Paul Rubens noch heute unsere Hochachtung, unsere Aufmerksamkeit gewinnt. Wie neu Egon Schiele sein kann, werden wir auch erfahren, wenn wir den Redner nach mir hören. Denn der Kontrast zwischen einem Kunsthistoriker wie mir und einem der ganz Großen der österreichischen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, Gottfried Hellwein, könnte kaum größer sein. Aber eines eint uns, die Leidenschaft für dieses Genie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Ich begrüße ganz herzlich Gottfried Hellwein und seine Frau Renate. Seid herzlich willkommen in der Albertina. Üblicherweise sitzt zu meiner Seite ein Politiker. Wir wollten einmal von dieser Usance Abstand nehmen und Denker, Künstler zu Wort kommen lassen, weil uns die viel zu sagen haben. Ein bisschen bin ich in Verlegenheit. Ein bisschen bin ich in Verlegenheit, denn im allerletzten Augenblick habe ich erfahren, dass einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit, einer der größten Österreicher, wenn ich das sagen darf, unserer Zeit unter uns ist und sich kurzfristig mit seiner Frau angemeldet hat. Ich empfinde es als eine ganz besondere Ehre, dass der Nobelpreisträger Eric Kendall und seine Frau Denise zu uns gefunden haben. Seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen in der Albertina. Er hat dieses Buch geschrieben, wofür er nicht den Nobelpreis bekommen hat, aber ich finde, dafür hätten Sie ihn noch einmal verdient. Das Zeitalter der Erkenntnis, die Erforschung des Unbewussten in Kunst, Geist und Gehirn von der Wiener Moderne, von Wien um 1900 bis heute. Was soll ich dann über Egon Schiele sagen? Meine Damen und Herren, Egon Schiele ist jahrzehntelang als der Inbegriff des Künstlers gesehen worden, der zum ersten Mal seine eigene Befindlichkeit, seine Gefühle, seine Zerrissenheit Bild werden lässt. Ich habe dann vor über 20 Jahren eine andere, eine ergänzende Lesart an diese Seite gestellt. Egon Schiele, der in viele Rollen schlüpft. Alles, was wir von Egon Schiele wissen, zeigt uns, dass er ein ausgesprochen höflicher, freundlicher, ein properer Mensch war, stolz darauf, dass keiner so geschickt wie er zweimal am Tag sich einen Hemdkragen aus Papier schneiden kann. Für ein textiles Hemd war meist nicht das Geld da. Aber wenn Sie die
Selbstbildnisse sehen, und das ist ja wohl mit einer Wucht mit Egon Schiele in die Kunstgeschichte getreten, das Selbstbildnis, die Selbstthematisierung, das Selbstporträt, dann stehen sie vor einem ganz anderen Schiele, einem Bürgerschreck, einem Kranken, einem Irren, einem Hysteriker, einem Erotomanen, einem Gefangenen, der aufschreit, einem blasierten, überheblichen jungen Mann, einem gottähnlichen Schöpfer, der sich auf dem Plakatsujet mit Blick von oben herab zum ersten Mal mit dieser legendären V-Geste zeigt. Was soll sie bedeuten? Lange Zeit haben wir gerätselt. Es ist eine nicht kommunikative Geste. Kein Mensch sagt zum anderen, hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Sie bedeutet eigentlich nichts. Es war dann Thomas Ambrosi, der das Vorbild für diese Geste gefunden hat und plötzlich einen Schlüssel zum ganzen Schiele öffnen konnte. Eine Geste, die berühmt war um 1900 durch die zweifelsohne berühmtesten und schönsten byzantinischen Fresken des 11. Jahrhunderts aus der Chorakirche, aus dem Narthex der Vorhalle in Istanbul. Und dort ist der Christus Pantokrator mit dieser Geste zu sehen, auch vor dem Solarplexus, vor dem Sonnengeflecht. Er bringt das Heil der Welt, so wie Schiele das Heil der Welt bringt. Mit einem riesigen Heiligenschein hinterfängt er sich auf dem Selbstbildnis mit der Pfauenweste und hat ein Verständnis, das in dieser Zeit um 1900 nicht nur von überzogenem Selbstbewusstsein spricht, sondern in der Zeit lag. Die Kunst ist, nachdem die Religion abgedankt hat, Gott ist mit Nietzsche tot. Die Kunst ist an die Stelle der Religion getreten. Aber wer dächte, mit diesem überzogenen Selbstbewusstsein haben wir Schiele beschrieben, braucht nur das Blatt daneben betrachten. Da ist ein Schiele, der vollkommen aus dem Lot geraten ist, der keine Mitte mehr hat. Alles an diesem Selbstbildnis ist asymmetrisch. Das Gesicht, die Handhaltung, der Körper, die Schlieren mit Synthetikum gemalt, die gesamte Komposition ist exzentrisch. Nichts hat eine Mitte. Und das Äugeln, das Herabziehen des Augenlids gilt seinem Spiegelbild. Der glaubst du zu sein? Mir machst du nichts vor. Schiele ist viele. Schiele ist nicht ein. Und ich frage mich, ob Schiele überhaupt Schiele ist. Ich komme dabei auf die Frage, welche Rolle spielt das Individuum bei Egon Schiele oder wie sehr ist seine ganze Kunst als eine gezeichnete Moral mit einem ethischen Anspruch zu lesen, bei dem es immer um eine Aussage um den Menschen schlechthin geht. Ich weiß, viele von Ihnen in diesem Saal werden vermutlich den Film gesehen haben, Egon Schiele. Und dann kann man viele schnurren sehen, sein Verhältnis zu Gerti, der um 4 Jahre jüngeren Tochter, die er bereits mit 15 Jahren in obszönen Haltungen zeigt, die einen auch dann schrecken würden, wenn wir nicht wüssten, dass es seine Schwester ist, die er hier zeigt. Die später in ihren Erinnerungen geschrieben hat, wie sie geweckt hat in der Früh, ich brauche ein Modell, leisten konnte er sich's nicht, die paar Kreuzer haben ihm gefehlt, also ist sie wieder für Stunden gestanden, um wenigstens ein Aktmodell zu haben. An ihre Stelle tritt die Walli Neuziel, eine Partnerin, Lebensgefährtin, ein Modell, bis er 1915 günstigst bürgerlich in eine Familie einheiratet, und an die Stelle der Walli die Edith Harms tritt. Aber ich glaube, er hat nicht die Gerti dargestellt. Er hat sich nie die Mühe gemacht, die Walli zu porträtieren, oder selten. Und die Edith, kaum, dass er sie dargestellt hat. Es geht ihm um die Frau an sich, es geht ihm genau genommen um den Menschen an sich. Jetzt weiß ich schon, und ich habe mit manchen meiner Publikationen, glaube ich, zu diesem Missverständnis beigetragen. Jetzt weiß ich schon, dass wir bei Schiele daran denken, er hat doch 3 Themenbereiche, das Selbstporträt, der Frauenakt, das Kinderbildnis. Alles andere sind Nebenthemen. Die Landschaft, es gibt sie, aber sie ist eine Ausnahme. Das Stillleben, es gibt es, Blumenstillleben, prachtvolle Blätter in der Ausstellung, aber sie sind eine Ausnahme. Nein, im Zentrum stehen diese anderen 3 Themen. Dann ist es doch klar, es geht ihm um die Entfesselung der Erotik, der Sexualität. Lassen Sie mich das sagen, ich glaube, nach 2.000, 3.000 Jahren Sozialisation als Mann können anscheinend wir Männer hier in diesem Saal nicht anders, kaum sehen wir ein Gesäß, eine Brustwarze, ein Geschlechtsteil einer Frau, schon sagen wir, hier geht es um Sexualität und um pure Erotik, und bei Schiele ist sie entfesselt. Ich kenne keine Blätter, die weniger erotisch sind als die von Egon Schiele. Ich sage das nicht vor dem Hintergrund der Blätter von Gustav Klimt allein, die handeln von der Erotik,
zweifelsohne einer sehr männlichen, imaginierten Erotik. Schieles Blätter sind es nicht. Achten Sie einmal auf diese Frauen. Sie sind genauso allein, genauso einsam, genauso in die Welt geworfen, wie er selbst es ist. Da sehen Sie ein Mädchen, ganz bequem gesetzt in einen Fauteuil, sitzt sie ruhig gelassen. Wie kann man mehr in sich ruhen als in einem Fauteuil? Nackt, glühend rot, die Accessoires im Haar, glühend rot, die blutunterlaufenden Augen, glühend rot, die Brustwarzen, aufgestützter Ellbogen. Aber da ist kein Fauteuil, da ist kein Sitz. Sie stürzt ins Bodenlose. Da sehen Sie einen Cellospieler, der eins zu sein scheint mit der Musik. Die Beine gespreizt, die linke Hand am Steg, die rechte führt den Bogen. Aber da ist keine Musik, da ist kein Cello. Er ist allein. Da sehen Sie ein Mädchen, von dem wir sofort wieder sagen müssen, nackt, ein Aktbild. Das interessiert ihn die Sexualität. Ja, die Brustwarzen betont er. Und sie hat ganz gepresst, als ob äußere Kräfte dieses Mädchen nicht bedrängen, zerdrücken. Und sie streckt die Arme vor, hilfesuchend, Umarmung heißt das Werk. Und wenn wir die Vorstudie ansehen, sehen Sie, was sie umarmt, was sie umklammert. Vor ihr eine Frau in langen Kleidern, wahrscheinlich die Mutter. Sie braucht sie jetzt, mehr denn je, jetzt. Aber auf dem ausgeführten Blatt ist sie weg. Sie ist allein. Da ist nichts Erotisches. Und selbst an einem Mädchen, an dem Mund, Brustwarzen, Schamlippen gleißend rot herausstrahlen aus dem Blatt, steht sie da, gepresst wie eine Säule, mit einem unendlich traurigen Gesichtsausdruck. Und ihr gesamtes Inkarnat ist nicht verführerisch, es ist aschgrau. Es ist erstorben, aschgrau. Bei Egon Schiele geht es nicht um Sexualität, es geht mit Sicherheit nicht um Pornografie. Und wenn noch jene Blätter ausscheiden aus dem Werk, die so ostentativ pornografisch zu sein scheinen, dann bekommen wir den klaren Blick auf Egon Schiele als einen Moralisten, als einen, der ein völlig neues Bild auf die Gesellschaft seiner Zeit wirft. Was ist das für eine Zeit um 1900? Wir haben uns den Luxus erlaubt, in dieser Ausstellung einen inszenatorischen Kunstgriff zu wählen, den ich üblicherweise geradezu umgehe. Üblicherweise möchte ich zeigen, dass ein Künstler, der schon lange tot ist, heute noch aktuell ist. Schauen Sie genau hin, Raphael ist uns so wichtig, obwohl er 500 Jahre tot ist. Bei Egon Schiele besteht geradezu die konträre Gefahr. Schiele ist uns so nahe, er ist so relevant, er reduziert den Menschen auf den Menschen. Da ist nichts, kein Möbel, keine Umgebung, kein Raum, dass man sagt, naja, Wien um 1900, ich erkenne schon eine andere Zeit. Nichts, nur der Mensch. Dass viele vergessen, dass der Mann vor 100 Jahren gestorben ist. Diese Hauptwerke vor über 100 Jahren entstanden sind. Darum zeigen wir Fotografien in dieser Ausstellung, die genau diese Modelle uns noch einmal vor Augen führen. Diese armseligen Kinder, die barfuß sind, froh für ein paar Kreuzer, den Schlägen ihrer Eltern entkommen zu sein und dann ihren Rock heben, schamlos, vor Egon Schiele. Da sehen Sie jene feiste Frau, die auf der Kutsche thront und daneben eine kleine Familie, die so bettelarm ist, dass sie mit den anderen 25.000 im unterirdischen Wien wohnt. Dort liegt die Sympathie, dort liegt die Empathie des Egon Schiele, nicht bei den Ersten. Ich lese heute seine Kunst nicht nur eine Verabschiedung der Sezession, nicht nur eine Distanzierung von Gustav Klimt. Ich sehe heute eine Attacke auf jene Oberflächlichkeit und den Materialismus, der vor ihm so sehr dieses Wien der Jahrhundertwende, dieses Fin des Jäckel beherrscht hat. Und da hat wieder Thomas Ambrosi etwas gefunden, das das geradezu untermauert. Eine der berühmtesten Werkgruppen Egon Schieles, Sie werden sie später sehen, konnten wir uns nie erklären. Immer ein oder zwei Männer, oft von hinten gesehen, in merkwürdigen Haltungen und darunter ganz pathetisch ein Titel, Erlösung, Andacht, die Wahrheit wird enthüllt. Was soll das alles bedeuten? Kurze Röcke, kurze Mäntel tragen sie, das Gesäß ist freigelegt. Ein Aufschrei des Expressionisten, der nichts zu tun hat mit dem Sujet. Und Thomas Ambrosi hat gefunden, dass Egon Schiele einer von vielen in seiner Zeit war, der das Armutsideal, jene Askese des heiligen Franz von Assisi vehement vertreten hat und davon seine Inspiration für eine Reihe an Gemälden, für eine Reihe an Gouachen und Selbstporträts
gefunden hat. Die Andacht, das ist nichts anderes als jenes Ereignis in Greccio 1223, als im Wald, im grünen Wald, grün sind die Kleider auf diesem Blatt, zum ersten Mal Franz ihnen die Krippe zeigt. Die Wahrheit wird enthüllt, keine nackte Frau, die die Wahrheit repräsentiert als Allegorie, sondern wieder zwei Männer, glühend rot, beim Feuerschein, so schreibt die Biografie, die jeder in dieser Zeit kannte, 11 Auflagen erfahren die Bücher in kürzester Zeit, im Feuerschein enthüllt Franz die Wahrheit seinen Jüngern, was ist wirklich seinen Mitbrüdern passiert, als er die Stigmatisation erfahren hat. Und die Erlösung, als Protest gegen seinen reichen Vater legt er alles ab, den letzten Mantel, um nackt pur dazustehen. Das Gesäß ist geradezu wichtig. Damit identifiziert sich Egon Schiele. Wir können Egon Schiele nur verstehen, wenn wir ihn so begreifen. Umso unverständlicher, nein, vielleicht umso verständlicher, dass er 1912 in die Tragödie des Gefängnisses gerät. Was ist passiert? Rufen wir es uns noch einmal in Erinnerung. Er zieht mit Walli nach Comau. Sie sind nicht verheiratet, eine wilde Ehe. Sie müssen weg. Sie ziehen nach Neulengbach. Das ist praktisch nahe bei Wien. Und leben in einer Kaschemme, in der sie ihren Hund kaum unterbringen möchten. Sie steht heute noch. 2x3 Meter, 3x4 Meter, 2 kleine Räume. Wenn Sie das Haus betreten, sehen Sie alles, was drinnen ist. Das Wasser ist draußen. Dann kommt eines Tages die Tatjana von Mössig, ein Mädchen. Sie begleiten sie, wie sie angibt, zu ihrer Großmutter nach Wien, kehren zurück nach Neulengbach. Der Vater ist mittlerweile mobilisiert, ein alter Offizier. Er lässt Egon Schiele wegen Entführung seiner Tochter verhaften. Der Vorwurf der Kindesentführung wird sehr schnell fallen gelassen, aber ein anderer, ein noch gravierender, tritt an dessen Stelle: Kindesmissbrauch. Egon Schiele war nur 24 Tage im Gefängnis. 24 Tage, die für ihn die Hölle waren. Das Gefängnis an sich ist die Hölle. Aber dieses Gefängnis hat ihn auch noch bedroht, Tag für Tag, mit 25 Jahren schwer im Kerker. Und er macht hier eine Serie, wo die Tür ins Freie führt, er als Gefangener aufschreit, für seine Lieben ausharrt. Eine Serie, die zum Erschütterndsten gehört. Ausgerechnet ihm wirft man Missbrauch eines Kindes vor. Habt denn ihr vergessen, ihr Erwachsenen hier, wie ihr fasziniert wart als Kinder vom Geschlecht der anderen, mit dem ihr gespielt habt? Genau das schreibt er in dieser Zeit. Wie missverstehen muss man ihn, wenn man ihm das vorwirft? Er wird freigesprochen, ostentativ wird ein Blatt verbrannt, weil ein einziger Vorwurf bleibt. In dieser Kaschemme, in diesem miserablen Haus, waren die Kinder naturgemäß konfrontiert mit dem, was an den Wänden hängt, angepinnt, irgendwelche Blätter, die werden verbrannt. Ab dem Augenblick ändert sich vieles für ihn. Nie wieder wird er entsprechende Blätter zeichnen. Ich will mir gar nicht ausmalen, welchen Verlust wir heute Nachgeborenen diesem Richter verdanken. Er geht nach Turin, kommt zurück und dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Der Erste Weltkrieg dauert ziemlich lang, von 1914 bis 1918. Und in dieser Ausstellung ist er 1,5 Säle groß. Und wenn Sie ihn suchen, werden Sie ihn nicht finden. Manchmal ist es geradezu lehrreich, darauf zu achten, was nicht dargestellt ist, was ein Künstler nicht zeigt. Es gibt keinen Ersten Weltkrieg. Hat er ihn nicht mitbekommen? Oh Gott, natürlich. Zuerst war er untauglich, er war von Anfang an einer der wenigen Künstler in dieser Zeit, Pazifist, überzeugter Pazifist. Die Aktion, eine kämpferische deutsche Zeitschrift des Expressionismus, widmet ihm schon 1916 ein eigenes Sonderheft des Pazifismus. 1915 wird er schließlich eingezogen, muss nach Prag. Nun heiratet er auch, Edith. Sie muss bei ihm sein. Er ist entsetzlich eifersüchtig. Wenn sie auch nur für Augenblicke aus seinem Augenkreis ist, quält ihn schon die Eifersucht. Das ist auch Zuneigung. Das ist die Angst vor dem Verlassensein. Er kriegt den Krieg mit. Aber das sind keine Verstümmelten, obwohl sie Wien übervölkert haben. Das sind keine Verkrüppelten, das sind keine Gesichter, die zerstört sind, nicht in Prag, nicht in Mühling, wo er arbeitet, nicht in Wien. Er sieht das nicht. Das ist doch erstaunlich, dass ein Künstler, der sich selbst in seiner Frühzeit in den Selbstbildnissen verstümmelt, aber wenn die reale Verstümmelung Platz greift, sieht er sie nicht, weil er nicht an Genre, weil er nicht an Erzählung, weil er nicht an Gegenwart interessiert ist, sondern weil er am Menschsein an sich interessiert ist. Der Mensch an sich ist miserabel. Der Mensch an sich
ist elend. Der Mensch an sich ist allein. Kein größeres Zeugnis, als wenn er den Augenblick höchster Zärtlichkeit darstellt oder sinnlicher Verbindung. Ein Mann, eine Frau, die Frau klammert sich von hinten an den Mann mit unglaublicher Sehnsucht, Edith an Egon. Und er hat das Gesicht des Todes und seine Hände schlackern wie von Puppen umher, kann diese Zärtlichkeit nicht erwidern. Da gibt es nichts, das von ihm zu ihr führt. Mann zu Frau, Zeichen einer schlechten Ehe. Nein, Frau zu Frau. Obwohl im Unterschied zu Berlin die lesbische Liebe in Wien eine untergeordnete Rolle spielt in dieser Zeit, stellt er lesbische Paare dar, sie sehen sie. Und wieder ist eine, wir würden heute nicht mehr so sagen, früher hat man gesagt, ein Vollweib regelt sich voll sinnlicher Lust über den zweiten Frauenkörper. Aber der ist wie eine Puppe, reagiert darauf nicht. Die Gliedmaßen baumeln irgendwo hin, da gibt es keine Erwiderung auf diese Lust, auf diese Sinnlichkeit. Am Ende des Tages ist jeder Mensch für sich allein. Und dann kommt das letzte Jahr, 1917, 1918, 18. Gustav Klimt stirbt im Februar, Otto Wagner im April, Kolo Moser im Oktober. Ende Oktober reist es die schwangere Edith weg. Sie stirbt an der spanischen Grippe, die mehr Todesopfer weltweit gekostet hat als der gesamte Erste Weltkrieg zusammen. 3 Tage später stirbt Egon Schiele. Seine Worte, die seine Freunde überliefern, der Krieg ist aus und ich muss gehen. Egon Schiele ist ein Künstler, der tatsächlich neu entdeckt werden kann in dieser Ausstellung. Und er kann es nur anhand der Zeichnungen, Aquarelle und Gouachen. Damit ist er gegenwärtig. Das ist die relevante Kunst, die zu uns heute spricht. Mit seiner Malerei ist er viel mehr im Band des Klimt, viel mehr im 19. Jahrhundert, viel mehr im Jugendstil verankert. Der Expressionist, der ist der, den Sie in wenigen Augenblicken sehen werden. Obwohl es vielleicht abgeschmackt klingt, aber ich wünsche Ihnen dazu dennoch viel Vergnügen. Aber es ist eine ernste Angelegenheit. Dankeschön.
So. Klaus Schröder hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, zur Eröffnung dieser Ausstellung ein paar Worte über Egon Schiele zu sagen. Das hat mich überrascht, denn es ist ein ungewöhnliches Anliegen, einen Künstler über einen anderen Künstler reden zu lassen, selbst wenn dieser schon lange tot ist. In der Regel lädt man Schriftsteller als Gastredner zu Eröffnungen von Ausstellungen ein oder Philosophen, Politiker oder Kunsthistoriker. Aber ein bildender Künstler ist so ziemlich das Letzte, das man in dieser Rolle erwartet. Zum einen haben die meisten bildenden Künstler Probleme, sich verbal zu artikulieren oder kein Interesse daran. Zum anderen haben sie eine eigenartige, tief sitzende Scheu, sich öffentlich zum Werk eines anderen Künstlers zu äußern. Soweit ich mich an meine Zeit hier in Wien erinnere, war diese Scheu jedoch wie weggeblasen, sobald Künstler unter sich im Kaffeehaus saßen, um nach Herzenslust über andere Künstler zu lästern. Schon Goethe scheint nicht sehr viel von den rhetorischen Fähigkeiten bildender Künstler gehalten zu haben, denn von ihm stammt der Ausspruch: Maler, halt's Maul und male. Trotz dieser sehr vernünftigen Aufforderung habe ich mich dennoch entschieden, Ihnen hier einige Gedanken und Überlegungen zu Egon Schiele mitzuteilen, subjektiv und assoziativ, aus der Perspektive eines Künstlers, der im 21. Jahrhundert lebt. Ich werde immer wieder gefragt: Glauben Sie wirklich, dass Sie mit Ihrer Kunst etwas verändern können? Dass Kunst überhaupt irgendetwas verändern kann? Wir leben heute in einem vollkommen materialistischen Zeitalter, nach dem totalen und endgültigen Sieg des Kapitalismus, in einer Zeit der Globalisierung, der totalen Überwachung und medialen Massensuggestion, in dem, was Pasolini schon in den 60er Jahren als den künftigen Konsumterror, als den neuen Faschismus bezeichnet hat. In unserer schönen neuen Welt herrscht vielfach die Ansicht, Kunst habe in unserer Gesellschaft keine wesentliche Bedeutung mehr, sie sei höchstens Statussymbol, exzentrisches Spielzeug oder Investment für eine reiche Elite. Dabei ist die Kunst wahrscheinlich die größte und elementarste Kraft der menschlichen Existenz. Man unterschätzt sie oft, weil ihre Wirkungsweise nicht immer direkt und offensichtlich ist und weil man in der Regel zeitliche Distanz braucht, um ihre Wirkung zu erkennen. Aber Kunst hat die Macht, alles zu durchdringen und zu verändern. Ohne Kunst ist eine menschliche Existenz in Würde nicht vorstellbar. Stellen Sie sich doch bitte einmal die Geschichte der Menschheit vor, so wie wir sie kennen, und entfernen Sie daraus alles, was mit Kunst zu tun hat. Literatur, Malerei, Skulptur, Musik, Architektur, Design, Mode, Tanz, Choreografie, Theater und Film. Was bliebe über? Es gäbe gar kein Geschichtsbewusstsein, da wir die verschiedenen historischen Epochen, bestimmte Ereignisse und die Regionen, in denen sie stattfanden, immer mit spezifischen Formen von Kultur und Ästhetik verbinden und sie für uns erst dadurch unterscheidbar und erinnerbar werden. Auch Religion und Spiritualität wäre ohne Kunst oder irgendeine Form von Ästhetik für den Menschen wahrscheinlich zu abstrakt, um erfahrbar zu sein. Die Existenz des Menschen wäre reduziert auf Essen, Verdauen, Scheißen, Töten, Sex und Sterben. Aber nicht einmal ordentliche Kriege wären möglich, weil es ja keine Bauwerke zu zerstören und keine Kunstschätze zu plündern gäbe. In alten Kulturen waren Künstler in der Regel anonym. Wie im europäischen Mittelalter wurde auch im alten Ägypten nicht zwischen Handwerk und Kunst unterschieden. Künstler und Handwerker standen auf derselben gesellschaftlichen Stufe und arbeiteten als Spezialisten arbeitsteilig für das große Ganze. Herrscher, Religion und die Untertanen bildeten eine Einheit. Erst in der Renaissance findet der große Paradigmenwechsel statt. Zum ersten Mal wird der Mensch als Individuum in das Zentrum gesetzt und zum Maßstab für ein neues Ordnungssystem gemacht. Und der Künstler begreift sich von nun an als Schöpfer, als Herr der Künste. Trotz seiner relativen kreativen Freiheit blieb er aber fest eingebunden in ein feudalistisches System und seine Existenz konnte er nur rechtfertigen, wenn er den weltlichen und kirchlichen Herrschern als Porträtist, Entertainer, Chronist oder Propagandist nützlich war. Fast alle wichtigen Werke der abendländischen Kunst waren Auftragswerke. Das Verhältnis zwischen Michelangelo und Papst Julius II. Ist hier exemplarisch für das oft schwierige, aber letzten Endes meist fruchtbare Ringen des Künstlers mit dem Auftraggeber. Der Machtmensch Julius II. Zwang Michelangelo gegen seinen Willen, ein gigantisches Fresko für die Decke der Sixtinischen Kapelle zu malen. Selbst für den selbstbewussten, grantigen, widerspenstigen Michelangelo war es letzten Endes nicht möglich, sich dem Befehl des Papstes zu widersetzen, der ihm angeblich sogar mit Gefängnis gedroht hat. Aber Julius war Realist genug, um zu wissen, dass er damit an die Grenzen seiner Macht angelangt war.
und er dem Giganten Michelangelo nun freie Hand lassen musste. Michelangelo rächte sich, indem er die ganze traditionelle christliche Ikonografie und die sexuellen Tabus der Kirche über den Haufen warf und das gewaltige Tonnengewölbe mit nackten, muskulösen Männerkörpern übersäte, die eher an Götter aus der griechischen Mythologie erinnern als an christliche Heilige. Die Vorstellung des Künstlers als Genie bleibt in der abendländischen Kunst bestehen. Die Abhängigkeit vom Auftraggeber und den Idealen der Gesellschaft ebenfalls. Im 19. Jahrhundert verlieren Kirche und die Aristokratie schnell an Einfluss und die traditionelle Rolle des Mäzenatentums und Auftraggebers wird von dem neuen, selbstbewussten Großbürgertum, Bankern und Industriellen übernommen. Aber immer noch liegt das Erbe der jahrtausendalten kirchlichen Sexualfeindlichkeit wie ein Albdruck auf dem 19. Jahrhundert. Nacktheit, Erotik und Sexualität waren unterdrückt und tabu. Dennoch gab es selbst für angesehene Damen der höchsten Gesellschaft eine legitime und akzeptierte Möglichkeit, sich auszuziehen und in aufreizenden Posen und ekstatischen Verzückungen in Softpornos mitzuspielen. Solange sie als griechische Göttinnen, Nymphen, biblische Sünderinnen oder Allegorien in den Bildern bekannter Malerfürsten auftraten. Eine Bürde, die Künstler wie Mackert und Klimt gerne auf sich nahmen. Gustav Klimt malte Bankiers und Fabrikantengattinnen in raffinierter Garderobe, umgeben und umzogen von Ornamenten, als Salome, Minerva, Danae und sah sie in erotischen Szenerien der Hingabe wie im weltberühmten Kuss. Und dann kam Egon Schiele. Und er bricht mit dieser Tradition radikal. Er lehnt die dem Künstler traditionell zugewiesene Rolle ab. Er spielt das Spiel nicht mit. Er definiert die Rolle des Künstlers neu. Schiele ist der Archetyp des modernen Künstlers. Und er setzt den Standard für alle nachfolgenden Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts. Er ist der erste in einer neuen Tradition zeitgenössischer Künstler, in deren Selbstverständnis der Künstler vor allem eines ist: autark. Einzelkämpfer, Provokateur, Unruhestifter, Rebell. Er wirft der Welt seine eigene nackte Existenz hin und konfrontiert die Gesellschaft mit seiner eigenen rohen Sicht der Dinge. Er hat kein Interesse an den Damen der hohen Gesellschaft. Er holt sich halbwüchsige, schmutzige Proletariermädchen von der Straße, legt sie mit ihren dünnen, langen Beinen und ihrer linkischen Haltung auf den Atelierboden, unterernährte Geschöpfe, die sich apathisch den Rock hochschieben und die Hose herunterziehen lassen. Seine Zeichnungen schockierten die Gesellschaft. Sie wurden als obszön bezeichnet. Seine Arbeiten wurden beschlagnahmt. Ein Blatt wurde vernichtet. Schiele wandert ins Gefängnis. Und seitdem hält sich der Mythos in der kunstgeschichtlichen Rezeption von Schieles sexueller Obsession. In Wahrheit sind Schieles Arbeiten von einer Rohheit und Reinheit, einer gnadenlosen Offenheit und Direktheit, die geradezu wehtut. Und das Spießertum gerade deshalb empörten, weil hier Nacktheit eben nicht anzüglich war und nicht aufgegeilt hat, wie die äußerst populäre Salonmalerei, im Gegensatz zu Schieles Werk tatsächlich obszön und pornografisch war. Für Schiele ist der menschliche Körper ästhetisches Material, so wie seine Blumen oder Landschaften, die er alle mit der gleichen Empathie und Leidenschaft behandelt. Kunsthistoriker haben Schieles Kunst als theatralisch bezeichnet. Das mag sein, aber es ist sein Theater und seine Inszenierung. Alles hat sich seinem Gestaltungswillen vollkommen zu unterwerfen. Keine einzige seiner unzähligen Aktdarstellungen hat eine natürliche oder idealisierte Haltung. Alle Teile des Körpers müssen sich dem choreografischen Diktat des Künstlers fügen. Er bezeichnet sich selbst richtigerweise als Neukünstler. Als solcher sieht er sich nicht verpflichtet, mit seiner Kunst die Bedürfnisse, Normen, Sehnsüchte und Eitelkeiten der gesellschaftlichen Elite oder irgendeiner Ideologie zu bedienen. Er ist auch nicht mehr Teil irgendeiner kulturellen und ästhetischen Tradition. Überkommene Werte sind für ihn bedeutungslos. Er will und muss alles neu und selbst erfinden. Und so schreibt Egon Schiele 1914 in seinem Manifest: Der neue Künstler ist und muss unbedingt selbst sein. Er muss Schöpfer sein. Er muss unvermittelt, ohne all das Vergangene und Hergebrachte zu benutzen, ganz allein den Grund bauen können. Dann ist er Neukünstler. Sei jeder Einzelne von uns selbst. Alle Neukünstler aber schaffen eigentlich wieder nur ganz für sich selbst und bilden alles, was sie wollen. Sie bilden, sie porträtieren alles. Die Mitmenschen fühlen ihre Erlebnisse nach, heute in Ausstellungen. Die Ausstellung ist unentbehrlich. Und damit hat Schiele etwas ganz Wesentliches erkannt. Die neue Kunst ist nicht mehr
nur für eine kleine Elite da. Sie findet nicht mehr in Palästen, Kirchen und Salons statt, sondern in öffentlichen Ausstellungen. Das heißt, die Kunst ist von nun ab für alle Menschen da. Schiele ist in seiner Arbeit eigensinnig, radikal und kompromisslos, aber er hat auch erkannt, was das Wesen und den Sinn der Kunst ausmacht. Dass die Erlebnisse des Künstlers von den Mitmenschen nachgefüllt werden. Ich glaube, ich danke in Ihren allen Namen Amachord Wien einmal mehr, Sebastian Gürtel an der Violine, Michael Williams am Cello, Gerd Mutspiel am Bass und Tommaso Huber hat das Akkordeon gespielt. Euch ganz, ganz herzlichen Dank, ganz besonders herzlichen Dank dir, Gottfried, für diese wunderbare, inspirierende, aufregende, ernste Rede. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Team, das diese Ausstellung ermöglicht hat, bei Christoph Metzger, Kurator, bei seinen Assistentinnen Serena Ligas und Julia Zaunbauer, bei unserem wissenschaftlichen Berater, bei Thomas Ambrosi. Ich
Ich bedanke mich ganz besonders herzlich bei den beiden großen Sponsoren dieser Ausstellung, der Semper Constantia und ihrem Vorstandsvorsitzenden Bernhard Ramsauer, bei Siemens und dem Finanzvorstand Magister Wolfgang Brumnick. Und ich danke ganz besonders Ihnen, dass Sie diesen Abend mit uns verbringen. Herzlichen Dank.